Hallo, in diesem Video soll es um das Maschenstromverfahren gehen, und zwar um die Herleitung. Wer sich nur für die Anwendung interessiert, für den ist dieses Video wahrscheinlich nichts. Der oder die schaue sich bitte mein Video zur reinen Anwendung an. Naja, trotzdem nehmen wir natürlich ein Beispielnetzwerk. Das ist dieses hier, ich habe das mal ausgeschnitten und hingeschrieben. Und ja, da müssen wir jetzt erstmal versuchen, möglichst viele Ströme oder alle Ströme und eigentlich auch Spannungen, von denen hier keiner eingezeichnet ist, zu berechnen. Nun, was wir hier zunächst mal sehen, ist, wir haben eine Stromquelle und wir haben eine Spannungsquelle drin. Ich sage es vorweg, ohne es bewiesen zu haben, Stromquellen hier sind nicht so angemessen im Maschenstromverfahren. Im Maschenstromverfahren braucht man Spannungsquellen, von daher habe ich das ganze Netzwerk schon mal umgeändert und die Stromquelle in eine Spannungsquelle umgewandelt. Wichtig ist mir hier noch zu betonen, dass der Strom, der jetzt durch R1 durchgeht, nicht mehr die Stärke I1 hat wie im anderen Bild, sondern ein völlig anderer ist mit der Stärke, die ich hier I1' genannt habe. Nun gut, wenn wir das Netzwerk uns mal genauer angucken, dann haben wir 1, 2, 3, 4 Maschen. Das kann man systematisch bestimmen. Das mache ich hier nicht, sondern aus dem Bauch raus. Das soll auch reichen. Wir haben 4 Maschen. 4 Maschen führt dazu, dass wir nach Kirchhoff Maschengleichungen haben. Und zwar geht das ja mit der Summe aller Spannungen im Umlauf gleich 0. Und das sind 4 Stück. So, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Knoten. Einer davon ist der Masseknoten, den legen wir auf 0. Ich nehme hier, würde den unteren nehmen. Das macht also 6 Knoten. Wiederum nach Kirchhoff die Knotengleichungen. Die Summe aller Ströme im Knoten ist 0. Das sind 6, macht also insgesamt 10 Gleichungen mit 10 Unbekannten. Welche das jetzt genau sind und wie die aufgeteilt sind, darauf gehe ich jetzt erstmal nicht unbedingt ein. Aber das ist eine ganze Menge und die Frage ist, ob man das Ganze nicht noch auch effektiver hinkriegen kann. Nämlich indem man eventuell ein Verfahren findet, in dem eine der Kirchhoffschen Regeln automatisch erfüllt wird. Eine der Kirchhoffschen Regeln automatisch erfüllt ist. So, und ich würde nicht so blöde fragen, wenn das nicht ein Verfahren gäbe, das das so macht. Und hier wähle ich eins, nämlich ich nehme das, dass das Knoten, dass die Knotengleichung automatisch erfüllt wird. So. Wie macht man das? Nun, man macht das so, indem man für die Maschen Maschenströme annimmt. Und damit sind wir auch schon beim Namensgeber dieses Verfahrens. Ich starte mal los und zeichne mal die Maschen ein und sage auch, was ich dann dazu meine. So, wir nehmen mal hier unten diese Masche, die laufen wir mal nach. Man kann natürlich das auch anders laufen lassen. So, und wenn ich jetzt sage, in dieser Masche hier fließt im Kreis I1'. So, dann kommt ihr hier wieder rum. Da ist erstmal noch nichts erfüllt, aber ja, ich könnte davon ausgehen, er läuft so. Dann mache ich dasselbe hier in dieser Masche. Und da sage ich an dieser Stelle hier im Kreis rum läuft I9. Ich mache das Ganze ein bisschen schneller jetzt. Hier nehme ich mal den I10, der im Kreise läuft. Und hier würde ich den I3 nehmen. So. Das ist durchaus auch eine geschickte Wahl oder mit einer geschickte Wahl. Aber so kann ich es halt am einfachsten wahrscheinlich tun. So,
Wenn ich das jetzt mache, dann sage ich einfach, okay, der i1', der läuft hier immer im Kreis, der i9, der läuft hier immer im Kreis, der i10 hier und der i3 hier. Also was ist jetzt mit denen, die dazwischen liegen? Dass hier oben zum Beispiel diese Knotengleichung automatisch erfüllt wird, also i6 gleich i9, mir ist das ja nicht, ist offensichtlich. Dass hier automatisch erfüllt wird, i10 gleich minus i8, dann ist einfach der i10, der hier im Kreise läuft, der minus i8 und fertig. So, aber was ist an den wirklichen Knoten, die hier auftauchen? Und wenn ich das hier mal betrachte, dann schaue ich mir mal hier beispielsweise den Knoten 1 an dieser Stelle an. Mache ich das mal ein bisschen an die Seite und gucke an 1, was liegt davor. Da haben wir i4 und mein i4 baut sich jetzt zusammen aus i1', der geht ja genauso, minus i9. So, und wenn das so ist, das sind jetzt ja genau der Knoten hier, dann ergibt das eben i4. Und der ist automatisch erfüllt, wenn ich nur sagen würde, R4 trägt die Ströme i1 minus i9. Ich schaue mir den Knoten, naja, meinetwegen, den Knoten in der Mitte, den Zweier hier an der Stelle. So, 2. So, was habe ich an der Stelle? Ich möchte sehen, na, was ist es? Es ist einmal i2 ist an der Stelle da, das ist i1', minus i1', weil der gegen i2 läuft, plus i3, das ist das, was reingeht. Dann habe ich hier den i4er wieder, den kannte ich schon, also plus i1' minus i9. Dann haben wir hier oben nochmal in den Knoten rein, plus i9. Minus i10 ist das, was weggeht. Und in die 5er Knoten, den Teil des muss ich beschreiben mit i10 geht rein. Und wo war das? i3 wieder raus. So, damit ist der Knoten erfüllt. Und die einzelnen Anteile hatte ich hier. Das wäre hier i4 gewesen. Das ist i2. An der Stelle haben wir aufgeschrieben minus i7 und an der Stelle haben wir aufgeschrieben minus i5 gleich 0. So, mache ich da noch ein Plus dazwischen, dann ist es so eine vollständige Gleichung. Auch der Knoten ist erfüllt. Man würde es oben auch relativ schnell sehen, wenn man guckt, was sich hier bei ihr aufhebt. Denn Sie sehen, dass die einzelnen Komponenten, die einzelnen Mascheströme sich hier aufheben und die Knotengleichung erfüllt wird. So, also das haben wir schon mal geschafft. Weitere Sache mache ich jetzt nicht mehr. Andere Knoten eventuell von Hand selber überprüfen. So, also Knotengleichung erfüllt. Und ich kann mich dem nächsten Thema widmen. Nämlich, ich kann mir mal gucken, wie die Maschengleichungen aussehen. Okay, machen wir das. Dann haben wir M1. Das ist der hier, da haben wir den I1'. Naja, gucken wir uns erstmal den ersten Widerstand an. Also der Spannungsabfall über R1 hier ist ja R1 mal I1'. Dann haben wir über den Anspannungsabfall über R4. Das ist also hier R4. Naja, mal I4 eigentlich, aber wir hatten es ja anders ausgedrückt. I1' minus I9. Und dann haben wir das Ganze am Zweier hier, plus R2 mal I1' minus I3. Eigentlich müsste hier jetzt minus I2 stehen. Das hatten wir eben schon mal kurz angeschaut, nicht? Wir betrachten aber natürlich den Umlauf, den wir hier für I1 machen, also genau diese Richtung da. Und dann ist das eben, taucht das eben so auf, dass wir hier I1' mal minus I3 stehen haben. So, und das Ganze soll ergeben R1 mal IQ, weil das die Quelle hier an der Stelle ist. Okay, wir sortieren um und kriegen raus I1'
mal R1 plus R4 plus R2. Das kann man natürlich auch schöner sortieren. Minus R4 I9 minus R2 I3 gleich 0. Merken wir uns einfach mal, dass das da steht. So, Masche 2. Das ist die mit dem I3. Okay, wir fangen an wieder hier mit dem Spannungsabfall. Das wäre hier R2 mal I3 minus I1 Strich. Dann haben wir den Spannungsabfall hier, R5 mal I5. In der Richtung gemessen ist das R5 mal I3 minus I5 plus dazwischen natürlich plus I3 mal R3 gleich, das Ganze ergibt die Quellenspannung UQ. Wir sortieren wieder um und zwar fange ich jetzt mal einfach an mit dem I3. I3 mal R2 plus R5 plus R3 plus, minus I1-R2 minus I5R5 gleich UQ. Und hier habe ich was falsch gemacht, das ist nämlich R1 IQ. So, die nächste Masche, das ist die mit dem I9, diese hier. So, wir schauen uns erstmal an hier, das ist R6 mal I9 plus R9 mal I9 plus, hier ist es R7 mal I9 minus I10, einen haben wir noch vergessen hier, den R4 nämlich, hier ist es dann plus R4 mal I9 minus I1' und zwar haben wir immer natürlich den positiven Umlauf hier gewählt, in diese Richtung laufen. Die Zählung ist immer in dem Sinne, in dem auch I läuft und das Ganze ergibt 0. Wir sortieren um, den I9 schreiben wir mal hier hin. Dann haben wir R6 plus R9 plus R7 plus R4. Minus R7 I10 minus R4 I1' gleich 0. Dann haben wir noch die Masche 4, das ist die mit dem I10. Ich packe es vielleicht mal dahin, dann sieht man es besser. Das ist hier oben, dann fangen wir wieder links an, R7 mal I10 minus I9 plus R10 I10 plus R8 I10 plus R5 mal I10 minus I5 gleich 0. Auch hier sortieren wir um I10 mal R7 plus R10 plus R8 plus R5 minus R7 I9 minus R5 I, das ist doch Blödsinn mit dem 5er, das ist der 3. I3 gleich 0. Okay, so. Wenn wir jetzt das Ganze versuchen zu tabellieren, dann würden wir hier meinetwegen hinschreiben I1', hier hätten wir den I3 stehen, hier hätten wir den I9 und hier I10 und dann schreiben wir das Ganze mal schön in eine Tabelle und machen dann auf der Seite hier noch eine rechte Seite da dran. So. R.S. So, dann haben wir vom I1', das ist nämlich R1 plus R4 plus R2. Beim I3, da haben wir minus R2 stehen und beim 9er haben wir minus R4 und ein 10er 0.
Okay, dann haben wir hier beim Dreier. R2 plus R5 plus R3. Den I1' haben wir mit minus R2 und den, warum schreibe ich immer I5 dahin? Den I3 das ist 10. So. Den I3 haben wir mit. Da kommt dahin minus R5 und der Neuner taucht gar nicht auf. Hier haben wir den Neuner mit R6 plus R9 plus R7 plus R4. Den Zehner mit minus R7 und hier den Einstrich mit minus R4. Hier die 0. Dann haben wir hier den Zehner noch mit R7 plus R10 plus R8 plus R5 minus R7 für den Neuner und minus R5 für den Dreier und hier eine 0. So, die rechten Seiten hatte ich jetzt unterschlagen. Das ist hier UQ, hier ist es I1 mal I, R1 mal IQ und hier ist es jeweils 0. Na gut. Was lernen wir daraus? Wir lernen zunächst mal daraus, auf der Hauptdiagonalen steht immer der Umlaufwiderstand. Wenn man sich mal genau die Hauptdiagonale hier anguckt, das ist das hier, das hier, das hier und das hier, dann ist das jeweils der Widerstand, der sich ergibt, wenn man einmal komplett im Kreise läuft. Naja, und wenn man jetzt guckt, was steht auf der Nebendiagonalen, AD ist der Umlaufwiderstand. Ich schreibe einfach mal Umlauf R, das muss gut genug sein. Und wenn man jetzt mal guckt, was ergibt sich, wenn man auf der Nebendiagonalen guckt, gibt es zwei Varianten. Das ist zum einen hier natürlich der Koppelwiderstand. Und der taucht in beiden Diagonalen gleichzeitig auf. So, sowohl so als auch so. Zack. Oder beim R4 hier ist das der. Und da ist er. Andersrum genau so, da ist er nämlich auch wieder. Oder wenn man den 5er und den 7er noch nimmt, so, dann hat man ihn hier und hier und den 7er hat man da und da und gleichzeitig ist die Matrix auch noch symmetrisch. So, nee, und gleichzeitig ist dieser R2, hier schauen wir uns nochmal genau an, das ist nämlich genau hier der Koppelwiderstand. Da ist der Widerstand, der in beiden Maschen gemeinsam genutzt wird, der einmal nämlich vom I1 und einmal vom I3 durchflossen wird. Das ist für alle anderen auch so, das kann man selber mal überprüfen. Und also hat man auf der Nebendiagonalen ND Koppelwiderstand und zwar positiv, wenn beide Maschenströme gleiche Richtung haben. So. Das ist dummerweise bei mir, in meinem Beispiel, so wie ich es gewählt habe, an keinem der Fall. Das ist ganz erstaunlich, dass das so ist. Wenn Sie das mal genau anguckt, dann ist in jedem Koppelwiderstand, sind jeweils die beiden Ströme, die da gleichzeitig durchfließen, entgegengesetzt. Deswegen taucht bei mir immer hier ein Minuszeichen auf. Das ist aber ganz außergewöhnlich und eigentlich sogar ein schlechtes Beispiel. Na gut, so, schreiben wir das Ganze jetzt noch schön auf und dann sind wir fertig. Schön aufgeschrieben. Aufgeschrieben als lineares Gleichungssystem. So, einmal eine schöne Matrixkurve. R1 plus R2 plus R4, R2 plus R3 plus R5, R4 plus R6 plus R7 plus R9. Und zu guter Letzt R5 plus R7 plus R8 plus R10. Jetzt wissen wir, wie groß die Matrix wird. Hier kommt der Vektor der gesuchten Ströme hin. Das sind nämlich die.
Und hier kommt dann der Anregungsvektor oder die rechte Seite hin. Ich übertrage noch gerade die Nebendiagonalelemente. 0 minus R5 minus R7 und spiegel die Matrix. Und die rechte Seite. Und dann kann ich das Ganze im Taschenrechner übergeben. Oder Gleichungslöser. Und das war's. Danach muss ich natürlich noch die Zweigströme bestimmen. So zum Beispiel hier I5, wenn der gesucht sein sollte, I5 gleich I3 minus I10 und so weiter. So, ich wünsche gutes Gelingen und viel Spaß mit dem neu erworbenen Wissen. Ich reiche an dieser Stelle noch eines nach, nämlich was passiert auf der rechten Seite. Hier. Hier auf der rechten Seite haben wir nämlich die Quellenspannungen stehen. Und zwar positiv, wenn sie gegen den Massenstrom gehen. Und negativ, wenn sie mit dem Massenstrom gehen. So, um die geht's. Und die sind beide in unserem Fall positiv. Was wir auch leicht hier sehen können, denn jeweils haben wir die Masche so gewählt, dass wir gegen diese Quellenspannung laufen. Wenn wir uns das im Endergebnis nochmal angucken, taucht dasselbe hier nochmal wieder auf, nämlich gegen die Maschen läufend zählen die Quellenspannung positiv auf der rechten Seite.